So, hier links. Sieht doch schön aus, oder? Ich find's toll. So, jetzt. So, ziehen wir wieder an. Okay. Sieht gut aus. Naja. Also es ist jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen dunkler. Machen wir mal den ganzen Bruchstein hier weg. So, jetzt ist der Eisenerz. Nur einer. Sollten wir es nochmal Oblivion? Obsidian? Oblivion. Ich höre eine Spinne. Wow. Ich find's cool, wir haben einen Dungeon gefunden. So. Mal sehen, was alles drin ist. Eine Sinaros-Harnisch heißt jetzt. Geil. Ein paar Schallplatten, Sattel und noch ein Eimer. Und natürlich die Truhe. Und die einzige Truhe, naja. So, da wir bemoosten Bruchstein jetzt einfach herstellen können, würde ich den jetzt nicht mehr einsammeln. Den konnte man ja früher gar nicht herstellen. Aber so passt das dann doch. So, wo geht's denn hier hin? Irgendwie kommt mir das Pickup. Ja. Das kommt mir definitiv bekannt vor. Okay, dann machen wir hier einfach weiter. Eisen. So. Also das hier baue ich natürlich ab, weil ich die Lava abbauen möchte. Und ihr wisst ja, wie das geht. Vermutlich zumindest. Vielleicht seid ihr, vielleicht habt ihr das noch nicht gemacht, seit ihr mich meine Videos anseht. Keine Ahnung. Aber ich baue halt immer um die Lava so ein bisschen rum, um möglichst alle die ganze Lava zu kriegen und baue das dann zu Obsidian ab. Und dann haben wir ein bisschen Obsidian, also auf diese Weise sammeln wir das. Da haben wir schon wieder was. Wow! Doch noch eine erschienen. Naja.
Okay. So. Dann. Lava. So. Bauen wir das mal ab. Das ganze Obsidian. Zumindest ein bisschen Lava haben wir dann noch vor uns. Fällt das Wasser sie jetzt weg? Nein. Hat uns so nur kurz eben nicht gesehen. Puh, ich sollte hier wirklich jeden Block machen. Mit Wasser. Jeden Lava-Block sofort mit Wasser beschütten. Den wir finden, denn ansonsten wird es ein bisschen tödlich. Und das gefällt mir nicht so ganz. So, aber da kriegen wir wieder sehr viel Obsidian und das gefällt mir. Das finde ich super toll. So, der ist weg. So, hier habe ich schon gesehen, ist wieder Stein drunter. Dann ist hier wahrscheinlich der ganze Rest auch einfach nur Stein. Also darunter unter dem Obsidian. Haben wir es? Da haben wir bestimmt wieder den ganzen Stapel dann gleich. So, hier ist wieder Lava drunter. Hier auch. Hier weiß ich es nicht. Doch. Und auch hier. Und da rechts auch gleich wieder. So, dann machen wir auch hier den Stein drumherum weg. Oh. Nur noch das bisschen. Mal sehen, ob es noch tiefer geht oder ob es hier auch schon aufhört mit der Lava. Ah, sieht gut für uns aus. Nein, nein! Jetzt ist da das Obsidian kaputt gegangen, Mist. Wow. Genau in dem Moment, in dem der Stab zerbrochen, in dem das Obsidian zerbrochen ist. Bevor ich zum Wasser wechseln konnte. Und das hat ja auch keine Geräusche gemacht beim Erscheinen. Nein, nein. Diese blöde Spinne. Hat erst Geräusche gemacht, nachdem es mich angegriffen hat. Oder währenddessen, besser gesagt. Oh. So, hier ist keine Lava mehr. Wie sieht's hier aus? Hier ist noch welche. Und hier auch. Und das gibt da auch unter den Stein noch drunter. Yep. So. Machen wir das auch. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Jetzt ist hier hoffentlich kein Obsidian mehr. Keine Lava mehr. Doch, da ist noch.
Hier nicht. Hier könnte wieder sein. Ja. Wie sieht's hier aus? Ja. So, dann haben wir diese Ebene, diese Schicht auch gleich durch. Super. Weg mit der ganzen Lava. Oh, Eisen. Das holen wir uns gleich. Super. So, machen wir doch gleich den hier weg. Und also gleich wieder Lava drunter. Wie tief geht denn das noch? Dürfte ruhig mal aufhören. Ich habe keine Lust, dass das bis zum Bedrock runtergeht. Wobei wir... Oh, wir könnten schon fast beim Bedrock sein. Wenn ich mir das so überlege. Wir sind bestimmt schon auf Ebene 10 oder so. Sehen wir mal kurz nach. Wir sind auf 7 sogar schon. Wow. Noch zweimal noch zwei tiefer und dann sehen wir Bedrock. Das noch la. So. Wir sind im Übrigen voll. Okay. Naja, fast zumindest. So, ein bisschen Obsidian kriegen wir noch hin. So. Wie sieht's aus? Keine Lava. Keine Lava. Sehr gut. Keine Lava. Auch nicht. Lava. Mist. Naja. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Spinnen kommen jetzt wieder öfter. Da ist auch Lava drunter. Und da schimmert noch Lava drunter durch. Da. Immer noch schimmert Lava drunter durch. Hier. Oh, jetzt kann ich nichts mehr tragen. Mist. Gehen wir nach Hause. Machen da gleich weiter. So, es ist die Frage, wo war der Nachhauseweg? Ich glaube, es gab zwei. Einmal hier und einmal der andere. Ich jetzt einfach mal hier weit. Ah. Da müssen wir entlang. Genau. Wow. Blöde Fledermaus. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Die ist von hinten durch mich durchgeflogen. Genauso wie Gringor mal. Und Tyrone auch mal. Ah, das war lustig. Tyrone hat zwar knapp überlebt, aber Gringo ist gestorben. Nicht mal im Brandschaden, sondern sofort durch den Schuss. Und Tyrone hat den Brandschaden zwar auch überlebt, aber... Nee, oder ist er auch gestorben? Nee, ich glaube, er hat ganz knapp überlebt. Der Brandschaden hätte ihn beinahe noch getötet.
Ha, das war lustig. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt, glaube ich, auf Ebene 6 oder 5. Dort unten. Das heißt, wir kommen da fast auf Bedrock. Ah, ich habe keine Lust auf Bedrock. Nicht wirklich. Naja, hilft nichts. So, jetzt erstmal nachsehen. Boah, Sassen hatte ich glaube ich hier drin, oder? Ja. Und auch der eiserne Rostharnisch, Rostharnisch kommt hier, Rostharnisch. kommt da rein. So, dann haben wir da vorne noch ein bisschen was. Hier haben wir. Nein, haben wir nicht. Hier kommt's rein. Ich habe Weizen. Lol, wo hab ich denn den Weizen her? So, Eisen. Ja, gut. Dann machen wir das halt so. Jetzt haben wir uns zwar vorhin extra einen Block gemacht, aber egal. Dann der Eimer. Auch die Truhen können da her. Schallplatten. Oh. Jetzt haben wir hier zweimal die gleiche, die wir auch schon zweimal haben. Lol. So, dann haben wir noch irgendwo Obsidian haben wir noch. Diesen einen Pfeil. Heizen. So, wo haben wir denn das Obsidian abgelegt? Das war doch hier irgendwo, oder? Wo habe ich das abgelegt? Ah, hier. Okay, weiter geht's.